Herzlich willkommen bei meinem Kampfguide zu Final Fantasy 15. Wir werden uns heute die Schilde vorknöpfen und mit den Schilden werden wir uns den heißen Boy hier namens Gladi vorknöpfen. Die Schilde sind im Grunde eine defensive Waffengattung, die allerdings auch einen sehr offensiven Zweig besitzt und auch einen Unterstützungsaspekt. Ne, Gladio, du heißer Boy? Wir können einfach die Fähigkeit-Taste gedrückt halten und sind so in der Lage, Attacken abzuwehren. Allerdings sorgt das dafür, dass wir überraschend viele MP verbrauchen. Wenn wir punktgenau abwehren, können wir den Gegner parieren und können starke Konter einsetzen, was vorteilhaft ist. Des Weiteren, wenn wir einen Angriff punktgenau abwehren, der anders ist als das, was er hier gerade die ganze Zeit macht, also ohne dass das Schildsymbol gezeigt wird, dann können wir auch, wie man hier sieht, unsere Lebenspunkte heilen. Wir haben jetzt 10% unserer Lebenspunkte geheilt. Wir haben insgesamt fast 3000 und haben fast 300 Punkte geheilt. Mit dieser Parade. Das funktioniert ganz ähnlich wie die Ausweichaktion. Die perfekte Ausweichaktion. Wenn ihr einfach den Ausweichknopf drückt, oder in dem Fall den Blockknopf, kurz bevor ihr getroffen werdet, dann seid ihr in der Lage, den Gegner zu parieren. Wenn das passiert, könnt ihr die Spezialeffekte der Schilde zum Beispiel einsetzen. Beim Drachenschild hier ist das unter anderem eine Heilung, eine Selbstheilung. Es gibt aber auch andere Effekte, zum Beispiel, dass eure Feuerattacken verstärkt werden, dass eure Angriffspunkte verstärkt werden und Dinge dieser Art. Das ist unterschiedlich, je nach Schild. Das ist der einzige Schild, soweit ich weiß, der euch heilt in diesem Ausmaß. Gucken wir uns mal die Kombos an. Wenn wir zweimal in Richtung Gegner drücken und dann den Angriffsknopf. Wir blocken ihn mal, machen es nochmal. Dann sehen wir so einen kleinen Sturmangriff zum Gegner. Wenn wir es perfekt machen, dann sehen wir ein klein bisschen was anderes. Genau, wir sehen einen vollen Sturmangriff, der geht auch ziemlich weit. Und der staggert den Gegner, wenn er ihn trifft, ganz gewaltig. Und ich glaube, er wehrt auch Attacken ab. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel uns angegriffen hätte, hätte er keinen Schaden verursacht, während wir in diesem Sturmangriff gewesen wären. Wenn wir den Gegner anvisieren und nach hinten drücken, dann haben wir einen extrem starken Knockback-Angriff. Eben haben wir es gesehen. Das hat kräftig gekracht. Versuchen mal abzuwehren und wurden von allem getroffen. Das heißt, das ist natürlich eine ganz klare Timing-Frage. So, jetzt will ich ganz gerne mal den entgegengesetzten Angriff setzen. Allerdings ist Gladio im Moment ein Schelm. Das ist er, genau, das war er eben. Es ist diese kleine Drehung, die wir gerade gesehen haben. Und die verursacht ziemlich viel Schaden und sehr starken Knockback. Machen wir weiter hier mit dem heißen, Himmel. So. Dich bloß nicht. So, wir wehren ab. Und dann, bam! Man hört es auch krachen. Das hat nicht nur starken Knockback, sondern ich glaube auch, dass es sehr viel Schaden an Einzelteilen von Gegnern, also an Hörnern und dergleichen, Dinge, die man abbrechen kann, verursacht. Eine ziemlich interessante Angelegenheit. So, wenn man den Gegner anvisiert und dann nach links oder rechts drückt und angreift, dann kriegt man eine andere Attacke. Man sieht sie hier ganz gut. Wir greifen relativ schnell den Gegner an. Und dadurch, dass wir den Schild natürlich haben, mit dem wir permanent parieren können, sind wir gleichzeitig auch defensiv sehr gut eingestellt. Er kommt eigentlich gerade gar nicht mehr dazu, wirklich viel zu machen mit uns, wenn ich nicht wie ein Vollidiot zweimal in Folge den Angriff geschluckt hätte mit meinem Gesicht, obwohl ich den wunderschönen Schild hier habe. Jetzt sind wir ausgewichen, okay. Ich muss mich kurz kratzen. Mein Bart. So, genau. SRS-Angriff. Wir haben auch einen Luftangriff, der ist allerdings sehr, sehr sporadisch oder spartanisch, kann man sagen. Denn so viel kann er nicht. Im Grunde ist. Naja, wir wollten ihn gerade machen, allerdings hat er wieder seinen sehr schnellen Angriff eingesetzt. Wir springen in die Luft und bam, das war eigentlich alles. Viel mehr kann man in der Luft mit dem Schild nicht machen. Das heißt, das ist einfach nichts, wofür das Schild wirklich geeignet ist. Wofür das Schild besonders geeignet ist,
er kann Attacken von Gegnern parieren, wie zum Beispiel Schwertattacken vom Eisengigant, und sorgt dann dafür, dass der Eisengigant auf seinen Knien landet. Der Vorteil dessen ist natürlich, dass der Eisengigant, während er auf seinen Knien liegt, sich nicht wehren kann und ihr ihm einfach 3-4 Sekunden lang die Fresse einschlagen könnt. Zumal die Attacken des Eisengiganten sind relativ langsam und ihr könnt sie ganz gut parieren. Gladius-Attacken können wir hier zwar auch parieren, allerdings wird er nicht auf die Knie geschickt. Er kann mehr oder weniger direkt wieder angreifen, was natürlich für uns nicht so gut ist. Wir haben jetzt einen Triple S-Rang, wir bekamen jetzt einen Triple S-Rang, weil wir ihn kurz und klein geschlagen haben. Und der Schild ist einfach die beste Möglichkeit, wenn ihr Defensive zusammen eben mit marginaler Angriffskraft nutzen wollt. Und wie gesagt, die Schilde haben einzelne Effekte, wie zum Beispiel die Heilung des Drachenschilds. Ich meine, man heilt 10%, wenn man meinetwegen jetzt 9000 Lebenspunkte hat, dann heilt man einfach mal jedes Mal, wenn man perfekt pariert, 900 Punkte davon. Das ist ziemlich viel. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Waffengattung. Adios und bis dann.